Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Beatnut mit mir, Desart. Und ja, wir gucken uns weiter das Moped an. Gestern habe ich ja nochmal eine Folge gemacht, wer sie verpasst hat. Ich habe sie noch nicht hochgeladen, weil leider war es gestern so warm, dass das hier gehakt hat ohne Ende. Also ging wirklich gar nichts. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Wie gesagt, das Ende ist leider komplett für die Tonne. Aber ich habe ein ziemlich geiles Preset gemacht für EDM Songs. So ein komplettes Preset, was wohin geht. Das heißt, ich öffne es demnächst als Vorlage und bam, es ist alles da. Alles eingerichtet, alles farblich gekennzeichnet. Ich brauche nur noch den Song machen. Hab gestern auch ein bisschen angefangen damit. Sind schon ein paar coole Ideen geworden. Und ja, dann hat mein Stream Deck versagt, weil es einfach so warm war. Es ist unglaublich. Also der Rechner hier vorne, der Laptop, der praktisch das Ganze nach OBS sendet, also an euch, hat kapituliert. Es war zu warm. Jetzt habe ich hier unten so Kühlungspads reingehauen. Mal sehen. Ich hoffe, das bleibt so. Wir gucken mal das Intro an und dann schauen wir. So, also jetzt scheint es zu gehen, wie gesagt, bei der Wärme, wobei jetzt ist es noch nicht so warm, aber gestern, ich sag euch, hier in dem Raum, 40 Grad, bin ich mir fast sicher. Ja, man kam rein, sofort schwitzt man und das Ganze hier wird natürlich warm, ist natürlich nicht so geil. Und ich sehe, dass die Box hier immer wieder ein bisschen verrutscht, ich muss die mal ein bisschen wieder hier ran machen. So, weil die von selbst irgendwie, ich glaube, ich brauche einen neues Stativ, weil die Box sich bei den Bässen immer so ein kleines bisschen wegdreht von mir. Natürlich nicht so geil. Okay, also, ich habe ja gesagt, ich will noch eine einzige Session Moped machen für das Instrumental und dann mache ich mich an die Stimme. Wahrscheinlich mache ich das wieder so, dass ich die Stimme alleine mache heute Mittag, weil das macht einfach keinen Sinn, dass ihr zuschaut. Ich bin sowieso nicht so der Vocal-Mixer-Fan. Ich mag das echt nicht, aber man muss es manchmal machen, also werde ich die alleine machen und dann zeige ich am Ende das Ganze. Ich finde, der Song klingt geil. Ich würde jetzt die Stimme erstmal ausmachen, weil ich will mal gucken, ob das Instrumental einfach so für sich funktioniert. Ob alles klappt, ob die Übergänge da sind, ob ich wirklich sage, so, das groovt. Hören wir mal rein. Ich würde hier gerne noch was haben, was so einen kleinen Swoosh-Effekt macht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es ist. Und zwar, es ist kein Riser oder sowas. Es soll aber irgendwas sein, was so ein bisschen, noch ein bisschen knackt, wenn dieser Hauptpart hier kommt. Ich glaube, wir werden uns irgendwas, überlegen, wie kann man das nennen? Ich nenne es mal FX-Sound. Es soll wirklich ein FX-Sound sein. Und zwar hier an der Stelle fehlt mir noch so ein bisschen dieses Kick-In, sage ich mal. Ja, wir gucken mal. Vielleicht gibt es ja ein Kick-In. So, Splice sind wir schon. Camper brauche ich heute nicht. So, Sounds. Guck mal, wir gehen mal Kick-In. Er zeigt mir jetzt natürlich nur Kicks. Krass, das sind 125.000 Kicks haben die. Meine Fresse. Das ist schon echt dick. Okay, da gucken wir mal auf X Sounds. Könnte ich mir vorstellen. Nehmen wir mal. Das finde ich auch sehr geil. Boah, der ist auch dick. Geil. Der ist auch cool. In F müssen wir umstimmen. Geil. Finde ich auch. Also nicht für jetzt, aber für später finde ich sehr geil. Finde ich auch geil, eigentlich den Sweep. Okay, das reicht mir. Da ich wieder viel zu viel Zeug mitgenommen. Also hören wir mal hier bei Splice rein, was wir jetzt hier geholt haben. Wir hauen uns mal alles rein und hören mal ein bisschen durch. Den Drop werden wir, glaube ich, nicht brauchen. Das finde ich eigentlich ganz geil.
Und zwar habe ich da eine coole Idee für eine kleine Linie. Mal sehen, ob das hier funktioniert. So, weiter. Das brauchen wir nicht. Das können wir hier vielleicht brauchen. Und wir hatten irgendwie. Nee, das war. Okay, behalten wir ja auch mal. So, das heißt, wir haben jetzt eine ganze Menge Sachen hier reingeladen. Ich werde erstmal so ein bisschen ausprobieren, wie das wirkt. Das bedeutet, ich will ja eigentlich an der Stelle was haben. Gucken wir mal, wenn es hier reinkommt. Ah, ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen früher reingehen. Finde ich eigentlich ganz geil, also nicht so extrem. Ja, aber ansonsten können wir den nehmen. Den müssen wir natürlich hier ein bisschen runterbringen, dass der uns nicht zu krass hier reingrätscht. Finde ich ganz geil. Dann kann der noch ein bisschen Raum vertragen. Und zwar, ich würde sagen, wir nehmen mal den Chroma Verb wieder. Holen uns mal die Big Wave. Machen hier ein bisschen mehr. Passt eigentlich ganz geil. Der 808 gefällt mir noch immer nicht so sehr, weil der mir ein bisschen zu low ist. Müssen wir mal gucken, wie wir den hinkriegen. Okay, den lassen wir erstmal so da. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber wir gucken mal, ob tatsächlich vielleicht doch der Riser hier was bringen würde. Ist ein bisschen zu leise. Ja. Oh, irgendwie. Mal sehen, vielleicht wenn wir wirklich so ranhauen. Überzeugt mich jetzt nicht so. Erstmal okay, sage ich mal. Hiermit will ich was Kleines machen. Da habe ich eine geile Idee. Und das hier, wir kopieren den mal nochmal. Also FX 1, FX 2. Und FX3. Und zwar will ich den noch mal reinhören. Ich eigentlich ziemlich geil, nur in was für einer Tonart war das noch mal? Steht hier gar nicht so wirklich. Dann müssen wir den, glaube ich, aber doch ein bisschen umpitchen. Gucken wir mal. Sagen wir mal auf den Shifter, dass das passt. Also ich finde, das darf auch ganz, ganz hinten sein. Ja, gar nicht so wirklich präsent. Kann ich mir gut vorstellen, einfach immer mal wieder, dass der so ein bisschen reinkommt. Also gar so wirklich ist einfach mal da. Wir checken das mal gleich. So, da haben wir den noch. Da habe ich, wie gesagt, eine coole Idee. Gucken wir uns gleich an. Ich werde erst mal gucken, ob diese Elemente, die wir jetzt hier haben, passen. Finde ich geil. Ich würde den gern moven lassen noch. Und zwar mit dem Penman. Weil das darf ruhig. Ich könnte es auch selbst machen, aber.
Ja, jetzt ist das schön dezent, ganz weit hinten. Passt ganz gut. Wir müssen nachher mal gucken, wie es aussieht mit dem Gesang. Aber ich glaube, es wird schon ganz cool. So, jetzt gucken wir uns diese beiden hier an. Das müssen wir mit dem Gesang gucken, weil ich mal gucken muss, ob der stört oder nicht. So. Ich liebe dich, du bist die Einzige für mich, Baby, ich brauch nur dich. Du bist alles, was ich will, ich war sofort verliebt. Du gibst mir immer noch den Kick, Baby, was auch geschieht. Ich komm immer zu dir zurück. Dein Also die finde ich schon mal ziemlich geil. Einfach als so eine Art, das können wir eigentlich die ganze Zeit durchlaufen lassen, schätze ich mal. Sehr, sehr geil. Ja, das passt. So, jetzt fehlt mir aber noch immer, und deswegen hoffe ich, dass das hier funktionieren wird. Jetzt fehlt mir doch noch irgendwie so ein bisschen so ein Knack. Ich liebe dich, du bist die Einzige für mich, Baby, ich brauch nur dich. Ja, hier fehlt mir noch etwas. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber wir holen uns jetzt mal hier dieses Viech rein und gucken mal, ob wir vielleicht damit eine kleine. Ich habe sogar noch eine andere coole Idee. Ich muss noch mal gucken, wie das klang. Ja. Guck mal. Okay, gucken wir mal, ob das irgendwie funktionieren könnte. Dich. Du bist die Einzige für. Nee, das ist zu schnell und zu nervig, leider. Ich liebe dich. Du bist die. Nee, ich hatte eine andere Idee, aber das passt hier leider nicht rein. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen wieder den Gesang raus. Und ich will mich ein bisschen inspirieren lassen, was man hier noch machen könnte, weil irgendwie, ich will nicht zu viel, also keine Melodie oder sowas, aber irgendwas fehlt mir. Ich habe eine Idee. Und zwar, was ist, wenn wir diese Zwischenparts hier doch reinnehmen, aber reverse? Weil mir fehlt da so ein bisschen was, also ich will nicht alle machen, weil alle ist zu viel. Aber vielleicht die Viecher hier. Mal sehen, ob ich alle gleichzeitig. Nein, geht nicht. Ah, irgendwie kann ich die jetzt nicht einzeln reverse machen. Egal, kein Problem. Machen wir ein bisschen anders. Was macht denn hier die Effectrix eigentlich? Ach, den Stutter. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wobei. Wir probieren mal was. Hatte der eigentlich nicht einen Reverse? Da ist er doch. Ja? Geil. Das gefällt mir. Ist ein bisschen zu laut. Wir können es ein bisschen leiser machen. Aber das finde ich schon sehr, sehr cool. Das heißt, das machen wir jetzt hier so und bauen das jetzt alles hier rein. Was wir sogar probieren könnten ist, wobei, wenn wir mal gucken, ne, wir machen es anders. Wir nehmen uns die hier runter und machen die ein bisschen kürzer. Ja, okay. Probieren wir mal. Das finde ich sehr, sehr geil. Jetzt die Frage, ich würde die auch so ein bisschen in die Seiten reinmachen. Und da kommt ein Gast und sucht etwas. Was suchst du? So, wir haben hier den Reverse-Effekt. Ja,
geil, weil der gibt so ein richtig geiles Feeling. Ich würde das aber noch ein bisschen so machen, dass wir das ein kleines bisschen in die Seiten verteilen. Also wie gesagt, umso mehr wir in die Seiten verteilen, umso weniger haben wir in der Mitte Schrott und mehr Platz natürlich für den Gesang, der ja dann komplett, ja, das passt. Okay, also nochmal, ohne Gesang glaube ich jetzt erstmal. Ja, machen wir mal. Gucken wir mal, ob das so funktionieren kann. Sehr geil, sogar dass die hier beide reversed werden. Das habe ich gar nicht gesehen. Und zwar. Ja, das kommt so ein bisschen so ein bisschen weird rein. Ja. Finde ich geil. Die Frage ist, ob wir den hier behalten oder ob wir den wirklich still lassen. Klingt auch geil. Besser, weil ich finde, der macht es zu weich rein und das ist jetzt so ein komischer Übergang, wo man jetzt so, Alter, was ist denn jetzt los? Bam, und dann geht's los. Okay, gucken wir mal mit den Vocals, wie das klingt. Dich. Du bist die Einzige für mich, Baby, ich brauch nur dich. Du bist alles, was ich will, ich war sofort verliebt. Du gibst mir immer noch den Kick, Baby, was auch geschieht. Ich komm. Ja, die Frage ist, ob wir den jetzt hier brauchen, weil dadurch, dass die Gitarre jetzt wieder drin ist, glaube ich, wir gucken mal. Baby, ich liebe dich. Du bist die Einzige für mich. Baby, ich brauch nur dich. Du bist alles, was ich will. Ich war sofort verliebt. Du gibst mir immer noch den Kick. Baby, was auch geschieht. Ich komm immer zu dir zurück. Ja, was wir hier überlegen könnten, wäre auch nochmal den Impact reinmachen. Vielleicht wird es dann dicker. Wir gucken mal. Ich komm immer zu dir zurück. Mein Moped. Mein Moped. Mein Moped. Ich gehöre nur dir und du. Ja, sehr geil. Hier natürlich holen wir uns wieder diese Reversten. Also ich bin jetzt wirklich mega Fan, weil das wertet einfach diese Gitarre extrem auf, weil sie auf einmal grooviger wird. Und später ist es cool, dass wir das Ganze auflösen und dann kommt die richtige Gitarre. Also der Reverse hier ist genau das Richtige, genau das, was mir gefehlt hat. So, geiles Ding. Und ich will auch wirklich, wirklich diesen Song, also ich will natürlich jeden Song geil machen, aber der ist mir besonders wichtig, weil der einfach so eine Leichtigkeit hat. Und diese Leichtigkeit will ich auf jeden Fall weiter beibehalten. Okay. Ja, Frage ist, den brauchen wir eigentlich ja auch nicht. Ja, gucken wir noch mal kurz ohne Stimme und zwar den Part hier an.
können eigentlich hier schon ein bisschen rausgehen mit diesen ganzen Perk-Sounds, weil sonst wird es zu viel und ich will dieses Bam, Bam, Bam richtig. Noch früher, glaube ich, oder? Genau, ab hier. Was ist das hier? Hier ist nochmal der Perk-Sound, darf alles weg. Das können wir maximal beibehalten, den nehmen wir auch raus. Wir könnten sogar die 808 rausnehmen. Und den, wir gucken mal. Eigentlich ganz geil. Gucken wir mal nochmal. Okay, Kick muss auch raus. Ja, geil. Finde ich sehr cool. Was man überlegen könnte, ist, ob man vielleicht die filtert. Also ich würde vielleicht den einen würde ich noch hier lassen. Aber die Snare filtern. Okay, die. Ich glaube, die müssen wir auch rausnehmen. Dass wirklich alles leer ist hier an der Stelle. Die Frage ist, ob wir hier die 808 drin lassen, weil die ja doch ein bisschen dünn klingt. Was wir überlegen könnten wäre, jetzt müssen wir mal gucken, weil, ob wir das hier lassen. Ich würde lieber tatsächlich, glaube ich, die hier reinnehmen. Also das heißt praktisch, wir nehmen wieder unsere tiefe Bass und dann nehmen wir die hohe. Ja, hier müssen wir gleich mal gucken, wie wir es hinkriegen. Aber den Übergang finde ich schon mal ganz geil. Genau. Sehr geil. Ein bisschen runtergebrochen das Ganze hier. Auch die Claps finde ich sehr geil. Benutzen wir die Claps eigentlich? Ach, hier benutzen wir die gar nicht. Geile Steigerung. Ist die Frage bei den Claps, glaube ich, die dürfen noch ein bisschen mehr Hall, glaube ich. Ah, ich würde noch ein bisschen. Ja. Ja, finde ich geiler. Okay, gucken wir mal. Okay, hier könnten wir überlegen, ob wir vielleicht wieder unseren, ist die Frage, ob wir den, weil den würde ich eigentlich überall reinbringen, wo es ein bisschen dicker wird. Könnte man eigentlich nehmen und dann bauen wir den auch nochmal hier rein. Ja, guck mal, wie das klingt. Der gefällt mir. Der gefällt mir. Okay, Perk Sound muss raus. Das muss auch raus. Okay, das war irgendwo ist da noch eine Hi-Hat drin, die mir nicht gefällt. Wir gucken mal nur die Drums an. Hä?
Ja, jetzt habe ich es auch rausgemacht. Geht doch gar nicht. Was ist denn das hier für eine... Okay. Dann lässt die einfach weiterlaufen. Aber warum? Der ist doch Stopp. Oder ist es irgendwie ein... Lässt er die hier auch weiterlaufen? Ja, hier haben wir die gar nicht. Okay, sehr, sehr merkwürdig. Das bedeutet, wir gucken kurz mal. Okay, hier ist die jetzt weg. Dann machen wir es einfach so. Irgendwas ist da, was noch weiterlaufen lässt, ist aber nicht so ein Problem. Dann machen wir das so. Hä, jetzt bricht er sie aber ab. Nochmal. Okay, gucken wir mal. Ja, finde ich geil. Hier könnte man überlegen, ob man vielleicht sogar die 808 noch mal ein bisschen ändert. Könnten wir mal gucken, und zwar an der Stelle. Aber eigentlich finde ich es geil. Und dann geht's runter. Nee, behalten wir. Ist cool. Okay, dann sind wir hier auch soweit klar. Speichern wir mal zwischen. Finde die Stelle eigentlich ziemlich cool, würde da eigentlich auch nichts ändern, weil das Einzige, was ich probieren will, ist, was ist, wenn ich nur diese Reverse-Sachen hier rüberbringe. Mal gucken, hier. Mal sehen, wie das klingt. Sehr geil. Und dann würde ich sagen, brauchen wir hier wieder den, wobei den On-Riser brauchen wir eigentlich nicht. Nehmen wir den hier nur. Dann nehmen wir den hier hin. Dann natürlich, mal gucken. Jetzt müssten wir den eigentlich auch hier bringen. Wenn wir wieder reingehen. Dann wieder hier, wenn der hier kommt. Passt. Hier brauchen wir den nicht. Okay, haben wir. Bei der 808 bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob wir die hier schon so drin lassen. Gucken wir mal. Ja, was wir überlegen könnten, wäre, dass wir die hier reinbringen. Ich
würde hier, glaube ich, sogar gerne das Klatschen schon drin haben, weil ich es eigentlich ziemlich geil finde. Das kommt ja gar nicht vor. Was ich hier schon überlegen würde, wäre vielleicht hier diesen kleinen Riser reinnehmen, damit hier so ein bisschen was passiert. Gucken wir mal. Sehr geil. Ich glaube, viel mehr brauchen wir da auch gar nicht mehr. Also alles genauso, wie ich es mir vorstelle. Ich finde den Part auch sehr cool. Jetzt hören wir mal den Rap-Part mit dem Gesang. Wie gesagt, das wird ja später eh nochmal alles geändert oder gemischt. Aber wir gucken mal, wie das jetzt klingt. Number One, die Nummer 1 meiner Träume. Mein Moped, meine Maschine. Nichts auf der Welt kann uns jemals rennen. Bist du der Gerät, lernst du mich kennen. S51, B2-4, Baujahr 80 und restauriert. Kleinkraftrad, 2-Takt-Ottomotor. Fast so laut wie ein gigantischer Traktor. Gerade 60 km/h auf dem Tacho. Auf geht's zur Dorfbisse mit Karacho. Die Onkel sagen, nichts ist für die Ewigkeit. Doch mein Moped ist das, was für mich immer bleibt. Ja, finde ich sehr geil. Wir wollten hier noch an der Stelle, fällt mir ein, es wäre eine FX4, wollten wir einen Sound von einem Moped. Und vielleicht würde ich den am Anfang auch bringen. Wir mal gucken, dass wir irgendwas Cooles finden. Mal sehen, ob wir bei Splice irgendwas finden. Nochmal. Moped-Sound. Wenn nicht, müssen wir irgendwas anderes holen. Schon mal kein Moped. Motor. Ist überhaupt so geschrieben? Ne, wird gar nicht so geschrieben. Motor. Mal einfach Motor. Den Song, aber später. Wobei, ne? Nee, wir haben da zu viel drin. Auch geil. Ich glaube, hier werden wir keinen Motor finden. Ich guck mal hier vielleicht. Nee. Das ist ja eher ein Toneffekt. Ja, reicht. Nochmal Motor. Motorcycle da. Aber warum habe ich die nicht drin? Ich dachte, ich hätte einfach eigentlich alles hier geholt. Na gut, das muss ich mal, weil ich glaube, das könnte es vielleicht sogar sein. Sound Library. Neu installieren, bla bla bla. Installiert, installiert, installiert. Aber anscheinend hat er ja doch nicht alles installiert. Wir hauen jetzt mal alles hier rein. Boah, krass. Okay, das ist schon natürlich ziemlich dick. Okay.
Na gut, also darauf können wir jetzt nicht zählen, aber wir brauchen einen Moped-Sound. Wir machen das jetzt anders. Und zwar suchen wir mal per YouTube einfach einen Mofa-Sound und den werde ich dann nachher austauschen. YouTube. Moped. Top 4, 5 Kommentare und vor allem schreibt genau, welche verkauft. Von Dörp Team Aprilia. Was seid ihr für ein Team? Schreibt das gerne. Okay, ich kenne mich null mit Mopeds aus, aber wirklich absolut null. Keine Ahnung. Der Sound gefällt mir. So, irgendwie konnte man das hier runterladen, kann ich mich noch erinnern. Wie gesagt, ich werde den Sound später nochmal austauschen. Aber zumindest brauche ich das jetzt. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das am besten aufnehme. Ich habe hier alle mögliche Technik und weiß trotzdem nicht, wie ich das Ganze hier rüberhaue. Vielleicht kann mir jemand im Chat was schreiben. Normalerweise würde ich das ja runterladen, aber ich habe jetzt keine Lust hier auf irgendwelche Runterlad-Sachen raufzugehen. Anders, ich habe noch eine andere Idee. Es gibt ja Sound Libraries. Moped Sound Motor, Moped Motor, da ist es. Free Sound, geil. Perfekt. Ah, kommt schon. Login to download. Ah, ich will mich nicht einloggen, aber der ist perfekt, der Sound. Ich habe noch eine andere Idee. Lass mich kurz überlegen. Ah, wobei, ich habe keine Lust, das zu machen. Okay, wir behalten es mal im Kopf. Vielleicht finden wir noch irgendwas anderes. Mofa. Ja. Ist auch geil. Alter, ist das hier Werbung? Okay, hoffentlich kriege ich hier irgendwie Spam. Geil. Okay, so. Wir haben den Mofa-Sound oder den Moped-Sound. So, holen wir das mal hier unter Downloads raus. Hören wir uns das jetzt mal alleine an. Eigentlich ganz geil, wenn es so ein bisschen hin und her geht. Den Chroma, der ist ein bisschen zu krass hier. Also ich würde hier einen normalen Hall reinnehmen, weil die Stimme ist noch da. Das dürfen wir nicht vergessen. Also das Ding darf uns nicht alles zumüllen. Das heißt, nehmen wir mal die Bright Hall. Das ist okay. So, nehmen wir mal die Vocals hier raus und checken das mal aus. Das müssen wir aber hier so machen, weil sonst hört es zu extrem auf. Dann gucken wir mal, ob wir es hier. Wobei, ich will es eigentlich so. Ich will den Break will ich haben. Nochmal.
finde ich ganz geil. Dann schauen wir mal, wie die Vocals dazu reagieren. Number one, die Nummer eins meiner Träume. Mein Moped, meine Maschine. Nichts auf der Welt kann uns jemals trennen. Bist du denn gerät, lernst du mich kennen? S51, B2-4, Baujahr 80 und restauriert. Kleinkraft K2, Takt, Ottomotor. Fast so laut wie ein gigantischer Traktor. Gerade 60 km/h auf dem Tacho. Auf geht's und auf ist er mit Karacho. Die Onkel sagen, nichts ist für die Ewigkeit. Doch mein Moped ist das, was für mich immer bleibt. Mega geil. Eigentlich war's das. Wir gucken jetzt nochmal nach dem Roland den Part hier an, weil das ist nochmal der Part, der alleine steht. Vielleicht könnte man das Moped nochmal da reinnehmen. Eigentlich kann man das genauso nehmen. Ich finde sogar, das ist ziemlich cool. Ich überlege gerade, ob man das noch ducken müsste. Wir können es mal probieren. Wir probieren mal, ob wir das hier nochmal sidechainen. Wobei ich eigentlich nicht glaube, weil das ist gar nicht so hoch. So, aber wir probieren es mal aus. Ich glaube, ich habe den Trigger ja gesetzt, wenn ich mich nicht irre. Okay, aber schaden kann es glaube ich auch nicht. Wir gucken nochmal hier. Wir gucken mal hier, wie das Ducken ist. Number one, die Nummer eins meiner Träume. Mein Moped, meine Maschine. Nichts auf der Welt kann uns jemals trennen. Bist du denn gerät, lernst du mich kennen. S51, B2-4, Baujahr 80 und restauriert. Kleinkraft, K2, Takt, Ottomotor. Fast so laut wie ein gigantischer Traktor. Gerade 60 km/h auf dem Tacho. Auf geht's und auf ist er mit Karacho. Die Onkel sagen, nichts ist für die Ewigkeit. Mein Moped ist das, was für mich immer bleibt. Okay, finde ich sehr geil. Ist alles noch ein bisschen zu laut, wie man hier sieht. Das heißt, da müssen wir später ein bisschen arbeiten. Aber jetzt kommt natürlich erstmal das Wichtigste. Und das Wichtigste wird in dem Fall sein, die Stimme. Wie viele Spuren haben wir? Ja, also eigentlich vollkommen in Ordnung. 39 Spuren ist jetzt nicht so viel und ich finde, das klingt knackig, klingt geil. Also ich würde jetzt nichts anders machen, ehrlich gesagt. Also gefällt mir genauso, wie es ist. Ja, das heißt, wir haben das Moped fast fertig. Wie gesagt, ich werde den heute komplett fertig machen. Ich werde mich nachher an die Stimme setzen, dann das Ganze mixen. Dann höre ich wieder hier bei meinen kleinen Müll-Radioboxen, dass das alles geil klingt. Der 808 macht mir noch ein bisschen Sorgen, dass der ein bisschen hier abkacken könnte. Da muss ich ihn ein bisschen erhöhen. Wobei, wir gucken mal, was wir beim 808 hier haben. Sidechain haben wir. Cambridge, hier ist der Sidechain. Eigentlich passt das Ganze. Vogue haben wir. Saturn. Ja, das Einzige, was ich gerne noch machen würde, ist bei dem vielleicht. Ach, ihr seht ja gar nichts. Wir switchen nochmal rüber. Und zwar. Ich würde den gerne noch, weil wir es, glaube ich, nicht gemacht haben. Imagen. Aber was mache ich hier? Und zwar Imagen auf. Gucken wir mal hier. Ja, genau. Also so bei 300 bleibt der auf jeden Fall Mono. Und hier darf der. Thank you.
Er hat nicht so viel Höhen. Halt die Frage, ob man noch Höhen dazu addiert, dass man da ein bisschen, wobei, gucken wir nochmal mit allem. Mein Moped. Mein Moped. Mein Moped. Die Nummer 1 meiner Träume, mein Moped, meine Maschine. Nichts auf der Welt kann uns jemals rennen. Bist du dein Gerät, lernst du mich kennen. S51B2-4, Baujahr 80 und restauriert. Gleichkraftrad, 2 Takt, Ottomotor. Fast so laut wie ein gigantischer Traktor. Gerade 60 km/h auf dem Tacho. Auf ja, passt eigentlich. Also, wir müssen halt nachher mal hier auf dem kleinen Radio hören, ob die 808 noch da ist oder nicht. Wenn nicht, müssen wir ein paar Höhen dazu addieren oder ein bisschen Zerre reinbringen. Wenn die da ist, dann passt alles. Ja, wenn ihr weiter dabei bleiben wollt, auf jeden Fall eine Session wird es hier noch geben und dann zeige ich euch das Gesamte, wenn es fertig ist. Dann zeige ich euch noch, was ich gemacht habe mit der Stimme. Ich denke mal, die wird nicht so lange dauern. Ich will noch ein paar Effekte reinmachen. Es muss alles schön geil klingen. Aber ansonsten haben wir es. Und dann wird der, glaube ich, nächsten Monat rauskommen, das Moped. Und dann geht's weiter. Also wir haben Kallendorf-Songs, ist, die stapeln sich gerade. Also da muss ich auf jeden Fall einen Zahn zulegen. Und als nächstes, was wir weitermachen werden, ganz wichtig, ist der Tropical-Song für die Künstlerin. Und dann haben wir noch ein paar Beats, die wir für Beatstars hochladen wollen. Habe ich auch schon lange nichts mehr gemacht. Also, ihr seht, es ist unendlich viel zu tun. Wenn ihr dabei bleiben wollt, auf jeden Fall hier abonnieren bei Twitch, abonniert bei YouTube. Wenn ihr Bock habt, die alten Sessions euch anzugucken, dann switcht wieder zurück. Hauptthemen EDM und Trap, Hip-Hop, so ein bisschen in der Richtung. Und ja, dann wünsche ich euch einen mega geilen Tag. Bis dann.